Es ist Donnerstag, der 10. Januar 2013. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte auf Radio Jungle Drum. Mein Name ist Volker Reusing. Herzlichen guten Abend. Ja, wir machen die Sendung meistens am 1. und am 3. Donnerstag im Monat. Das ist regulär. Wir haben heute eine zusätzliche Sendung. Das liegt auch daran, dass zurzeit einfach eine Menge aktuelle Themen anliegen. Und zum Beispiel geht es um den Frieden. Es geht um die Freiheit des Internets. Und es geht auch um dringende soziale Themen. Und heute in dieser Sendung, die wir zusätzlich machen, haben wir uns beschäftigt mit der Reform der Prozesskostenhilfe, die geplant ist, und auch mit Kürzungen bei Hartz IV oder auch Arbeitslosengeld II genannt. Dazu haben wir ein Interview gemacht mit Bernhard Jirku von Verdi. Im zweiten Teil der heutigen Sendung, wir haben sie leider nicht direkt live in die Sendung bekommen, deshalb werde ich dazu referieren, zum Material, was Sie uns geschickt haben, geht es darum, dass von einer irischen Frauenorganisation Gebühren für Verlinkungen verlangt worden sind zu Zeitungsartikeln. Man erinnert sich vielleicht an das Interview, was wir gehabt haben, am 6.12. mit dem Pressesprecher von Google Deutschland, wo es darum geht, um ein Leistungsschutzrecht für Deutschland. Parallelen könnten da existieren. Dazu komme ich dann in dem Beitrag, im zweiten Teil des heutigen Abends. Im dritten Teil des heutigen Abends geht es um angelsächsische Mission, Mythos oder Wirklichkeit, ein Anfang 2010 von dem Whistleblower, Sender Project Avalon veröffentlichtes Interview. Und ich gebe da eine kurze Zusammenfassung wieder und was ich dazu denke. Ob ist es Mythos, ist es Wirklichkeit? Und das mache ich im Gespräch. Die Sarah Lucia Hasselreusing, meine Frau, die mit mir zusammen auch unser Politikblog macht, wird mich dazu befragen. Und ich möchte schon mal einen Ausblick auf die nächste Sendung geben. In der nächsten Sendung wird es definitiv gehen um den Iran. Wir haben dort jemanden eingeladen von einem Verein, der sich für eine ja, ausgewogenere Berichterstattung und Informationen über den Iran einsetzt. Und wir werden einen, wahrscheinlich eher mehrere Gäste haben, ganz aktuell zu Syrien. Und was auch ansteht, vor 2 Tagen haben wir es erfahren, die sogenannte EU-Datenschutzverordnung oder besser EU-Zensurverordnung, deren Entwurf ist wieder im politischen Raum aufgetaucht in überarbeiteter Fassung, sind über 200 Seiten. Deshalb bitte ich um Ihr Verständnis, dass ich das erst in einer Woche aufgearbeitet haben werde. Das konnte ich innerhalb von 2 Abenden einfach nicht schaffen. Und ja, das ist etwas für die nächste Sendung. Was wir auch versucht haben, ist ein Interview von Bitkom zu bekommen. Das ist ein Unternehmerverband für Internet, Unternehmer, der sich aus ökonomischer Sicht kritisch zu überarbeiteten Entwurf der EU-Datenschutzverordnung geäußert haben. Wir bleiben dran. Jetzt als nächstes kommt aber für die heutige Sendung erstmal ein Einspieler mit dem Interview mit Bernhard Jirku von Verdi. Ich möchte noch sagen, danach soll es wie geplant weitergehen, immer den 1. und 3. Donnerstag um 19 Uhr mit Macht und Menschenrechte auf Radio Jungle Drum. Aber jetzt erstmal der erste Teil der heutigen Sendung, das Interview mit Bernhard Jirku. Wir haben es gestern aufgezeichnet. Es ist Mittwoch, der 9. Januar 2013. Hier ist unser Politikblog. Mein Name ist Volker Reusing. Dies ist eine Aufzeichnung für unsere Internetradiosendung am Donnerstag, den 10.01.2013. Ich freue mich, heute zu sprechen mit Herrn Bernhard Jirku von Verdi. Herzlich willkommen, Herr Jirku. Hallo, schönen guten Abend. Sie sind von der Verdi-Arbeitsgruppe zum Arbeitslosengeld II oder Hartz IV. Und uns geht es um eine Kampagne, die Sie machen, um aufzuklären über eine geplante Gesetzesänderung zur Prozesskostenhilfe. Und uns geht es um Hartz IV-Sanktionen. Mich interessiert von wegen Prozesskostenhilfe. Für welche der Rechtswege, da gibt es ja 5 verschiedene
Arbeiten von Gerichten und bei den allgemeinen Gerichten noch Zivilrecht und Strafrecht. Gibt es eigentlich heute Prozesskostenhilfe? Prozesskostenhilfe und Beratungshilfe gibt es schon seit langer Zeit. Die sind geregelt in Gesetzen. Und wer zu wenig Vermögen und zu wenig Einkommen hat, kann sich an die Gerichte wenden, dieses darlegen und dann entscheiden die Gerichte darüber, ob man Beratungshilfe, Prozesskostenhilfe bekommt. Das bedeutet, dass die Kosten, die bei einem Anwalt oder bei einem Gericht entstehen, dann von der Rechtshilfe übernommen werden. Grundsätzlich gilt es für alle Gerichte. Es gab bislang noch eine Ausnahme, das waren die Finanzgerichte. Dort hat allerdings das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass diese Ausnahme nicht zulässig ist, dass ausnahmslos für alle Rechtswege Personen, die über kein hinreichendes Einkommen und Vermögen verfügen, auch die Möglichkeit haben müssen, ihre Rechte in einem Rechtsstaat geltend zu machen und dass auch vor den Finanzgerichten dann entsprechend Rechtshilfen gewährt werden müssen. Ich nehme an, dass es um Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz dabei geht, die Rechtsweggarantie. Es geht um die Rechtsweggarantie, es geht um die Grundsätze des Rechtsstaates. Ein Rechtsstaat kann nicht nur auf dem Papier stehen, sondern er muss auch für jeden einzelnen Bürger, auch für Bürgerinnen und Bürger, die ohne ausreichende Mittel sind, zugänglich sein. Das hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt. Hängt jetzt die Möglichkeit von Prozesskostenhilfe oder Beratungshilfe von der Instanz ab, also ob man jetzt in Klage ist oder in Berufung oder in Revision? Das hängt von der Instanz keineswegs ab. Es hängt zuallererst davon ab, ob man eben Mittel hat oder keine Mittel hat. Das ist die wichtigste Frage. Außerdem gibt es noch die Frage, wie problematisch, wie aussichtsreich, wie substanziell ist das, was man vorträgt. Das, was vorgetragen wird, muss nicht unbedingt ganz klar Aussichten auf Erfolg haben. Es muss nur in sich begründet und schlüssig sein. Und dann ist zumindest erst einmal eine Beratungshilfe zu erteilen, eine Beratungshilfe bei einem Anwalt, der das Problem genauer sich anschaut, diejenigen genauer auseinandernimmt und dann sagt, dieses und jedes, das können wir vorbringen und dort haben wir gewisse große, kleine, mittelmäßige Erfolgsaussichten. Mindestens im Anfangsstadium spielt die Frage, ob das nun ganz und gar erfolgsgekrönt sein kann, nicht unbedingt die Rolle, sondern es kommt darauf an, hat jemand hier einen Punkt, der substanziell ist, der auch vernünftig vorgebracht wird, dann gibt es von der Sache her diese Rechtshilfen. Bei den höheren Instanzen spielt es natürlich schon eine Rolle, wie aussichtsreich die ganze Angelegenheit ist. Da kann es natürlich sein, dass bei den höheren Instanzen die Maßstäbe dann schon etwas genauer gefasst werden. Aber am Beginn, wenn es nur darum geht, sich überhaupt erstmal einen Überblick zu verschaffen über die Sach- und Rechtslage, spielen die Erfolgsaussichten nicht die große Rolle, sondern allein die Einkommensverhältnisse. Dann scheint ja die Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe auch nicht unbedingt nach oben gedeckelt zu sein, wenn man halt entsprechend gute Punkte vorbringt und auch entsprechend bedürftig ist. Die ist in Euro sozusagen ist sie nicht gedeckelt. Sie ist nur abhängig eben von den Voraussetzungen, die die Person mit sich bringt, was ihre materielle Situation angeht und sie ist nur sachlich in Anführungsstrichen gedeckelt. Es muss natürlich substanziell sein und wenn es nicht nur um einen Schriftsatz geht, mit dem Ansprüche geltend gemacht werden und wenn es nicht nur um ein Verfahren in der ersten Instanz geht, dann wird dort auch nicht auf hundertprozentige Erfolgsaussichten geschaut. Was will man denn jetzt bei dem neuen Gesetzentwurf ändern an den Voraussetzungen? Bislang war es so, wenn ich ein großes Problem hatte, dann konnte ich dazu beim Anwalt gehen,
einem Anwalt meines Vertrauens und sagen, hier, ich habe ein großes Problem und schauen Sie sich das mal an. Ich finde, das geht so nicht. Was sagen Sie dazu? Und ich muss Ihnen allerdings sagen, ich habe kein Geld. Ich kann Sie hier nicht großartig bezahlen. Dann konnte der Anwalt sagen, ja, es ist in Ordnung. Das kriegen wir schon geregelt. Sie müssen mir bloß 10 Euro hier lassen und den Rest meines Beratungshonorars, das sind ungefähr 20 Euro, die bekomme ich dann von den Rechtshilfen vom Staat ausgeglichen. Und dann schauen wir uns die Sache mal an und dann kann ich Ihnen sagen, ungefähr wie Ihre Lage ist und welche Schritte Sie sinnvollerweise unternehmen können. In Zukunft soll es so sein, dass niemand mehr direkt zum Anwalt gehen kann und sich erstmal beraten lassen kann, was denn nun tatsächlich Sache ist, vom Rechtsstandpunkt her gesehen, sondern als erstes soll man direkt zu einem Gericht gehen und sich dort vom Rechtspfleger, umgangssprachlich auch Gerichtsschreiber, analysieren lassen, ob man nicht über großes Einkommen, ob man nicht über genügend Vermögen und so weiter verfügt. Und dann wird erstmal von einem Rechtspfleger geprüft, wie die Verhältnisse sind. Und erst dann gibt es grünes Licht eventuell für einen Anwalt. Das kann ja dann auch dazu führen, wenn jetzt sehr viele Leute die Einkommens- und Vermögensverhältnisse erstmal prüfen lassen müssen, dass Fristen versäumt werden. Das kann dazu führen, dass Fristen versäumt werden. Das kann dazu führen, wir haben ja hinlängliche Erfahrung mit der Verwaltung des Arbeitslosengeld II, hinlängliche Erfahrung mit Hartz IV. Es gibt da ja haarsträubende Verhältnisse. Da steht Schlimmes zu befürchten. Wenn man sich hinterher in ein paar Jahren dann die Alltagspraxis angucken würde, wenn das so kommen würde, da wird sehr, sehr viel Personal aufgebaut, da werden sehr hohe Verwaltungskosten entstehen und in ein paar Jahren würde man dann die hohen Verwaltungskosten beklagen. Was will man denn an Leistungsumfang sonst ändern? Ist es ausschließlich, dass man diese Stufe dazwischen schaltet? Für alle Personen soll so die Vorstellung der FDP, so die Vorstellung der Bundesregierung, das Gericht erstmal einen Riegel sozusagen davor schieben, soll das Gericht erstmal prüfen, ob sie hier überhaupt Beratungs- und Prozesskostenhilfe zulassen wollen. Und nachdem der Prüfungsvorgang abgeschlossen ist, soll dann dementsprechend der Zugang eröffnet, der Zugang bewilligt werden. Das gilt für alle Personen. In Zukunft gibt es eine Schwelle, die es auch schon heute gibt, nur bis zu einem bestimmten Einkommen. Früher war das mal der Pfändungsfreibetrag, der ungefähr bei 1.000 Euro liegt, nur für Personen, die weniger Einkommen hatten als diese 1.000 Euro, war es überhaupt möglich, die Beratungs- und Prozesskostenhilfe zu bekommen. Das ist abgesenkt worden, das soll weiter abgesenkt werden, um nahezu 100 Euro. Das heißt, noch weniger Personen sollen überhaupt von den Einkommensverhältnissen her die Möglichkeit erhalten, Rechtshilfen, Beratungs- und Prozesskostenhilfe in Anspruch zu nehmen. Worin sehen Sie die Verkomplizierung, die Sie in Ihrem Positionspapier angesprochen haben bei der Prozesskostenhilfe? Die Verkomplizierung findet auf zwei Ebenen statt. Das eine ist eine intensive Einkommens- und Vermögensprüfung, die sehr umfänglich sein kann. Das erfordert bestimmte Abläufe, das erfordert bestimmte Verfahren, das erfordert einen bestimmten Zeitaufwand. Das wird mit Sicherheit komplizierter sein und dann soll eine Rückzahlungsverpflichtung, die es auch heute schon gibt, auf 4 Jahre ausgedehnt werden auf 6 Jahre. Das heißt, jedes Jahr muss erneut für alle Personen, denen irgendwann mal in den letzten 4, 5, 6 Jahren eine Rechtshilfe gewährt worden war, geprüft werden, wie denn die Einkommens- und Vermögensverhältnisse sind. Und das setzt natürlich dann auch wiederum dementsprechende Prüfungsverfahren, Zeitaufwendung, Personalaufwendung, Sachaufwendung voraus. Und die Frage ist nicht,
ob hier einfach nur mal gerade ein Anwalt aufgesucht wurde, eine erste Sichtung der Verhältnisse vorgenommen wurde oder ein einfaches Schreiben verfasst wurde, sondern das soll grundsätzlich in allen Fällen stattfinden, egal ob die Inanspruchnahme der Rechtshilfe zu einem geringen oder großen Kostenvolumen geführt hat. Jetzt hat es am 18.07.2012 vom Bundesverfassungsgericht ein Urteil gegeben. Da ging es darum, dass die Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nicht mehr niedriger sein dürfen, außer vielleicht für Unterbringung, wenn sie in Sammelunterkünften sind, als bei Sozialhilfeempfängern. Und da ging es, wenn ich jetzt die sozialen Menschenrechte mir anschaue, noch um ja verhältnismäßig vielleicht Nebenschauplätze. Es ging um allgemeinen Lebensstandard, es ging um kulturelle Teilhabe. Möchte man da jetzt vielleicht einen Riegel vorschreiben, das erschweren, bevor jetzt die Hartz-IV-Empfänger sich auch auf diesen Sozialpakt berufen und sagen, wir stehen noch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, wir müssen entsprechend noch mehr bekommen für soziale Sicherheit, Höchstmaß an Gesundheit zum Beispiel? Mit dem, was das Bundesverfassungsgericht in Fragen der Asylbewerber geurteilt hat, hat das so gut wie nichts zu tun. Die Beratungs- und Prozesskostenhilfe wird zu zwei Drittel der Fälle wahrgenommen in Familienangelegenheiten. Das heißt, es geht da um Unterhaltsfragen. Es geht da um Umgangsrechte mit Kindern. Es geht um Scheidung und die entsprechenden Aufteilungen, die dann vorgenommen werden müssen. Die anderen nennenswerten Felder, die es noch gibt, ungefähr 10% Arbeitsrecht, ungefähr 10% Sozialrecht spielen noch eine Rolle und dann kommt schon ferner liefen. Mit anderen Worten, wir haben es hier insbesondere mit Familienrecht zu tun und wir haben es insbesondere mit Frauen beziehungsweise Familien mit Kindern zu tun und diese Personen werden dann bedrängt. Ihnen steht nicht mehr oder kaum noch oder weniger die Möglichkeit zur Verfügung, entsprechende Rechtshilfen in Anspruch zu nehmen und die Auseinandersetzungen, die sich anderweitig nicht klären lassen, dann auf einem zivilstaatlichen Rechtswege zu klären. Und das ist außerordentlich bedenklich, was dort angedacht ist. Wir werden insbesondere Frauen in prekären Arbeitsverhältnissen, wir haben es ja oft, dass der Mann das Hauptverdienst hat und die Frau auch einen Verdienst hat, aber der ist geringer. Wir haben es oft, dass die Frau dann in prekären Arbeitsverhältnissen, zum Beispiel in Minijobs oder in Scheinselbstständigkeit, ihr Geld verdient und ansonsten viel Zeit für die Familie aufwendet, für die Kinder aufwendet. Und wenn das dann mal auseinandergeht oder denken wir an die Situation von Alleinerziehenden, die hier oder die andere, die eine oder die andere Möglichkeit haben, sich Einkommen zu erwerben. All die Personen, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen, die in Arbeitsverhältnissen mit geringen Einkünften sich befinden, die werden durch das, was die schwarz-gelbe Bundesregierung davor hat, beschwert, beziehungsweise denen wird der Zugang zum Rechtsstaat, zur zivil- und verwaltungsrechtlichen Prüfung von Vorgängen vorenthalten, beziehungsweise außerordentlich erschwert. Und Hartz-IV-Empfänger sind dort nicht so betroffen, weil die Sozialgerichte zumindest in unteren Instanzen, soweit ich weiß, gerichtskostenfrei sind und da können sich die Leute ja, glaube ich, auch selbst vertreten, müssen nicht also nicht unbedingt einen Anwalt in Anspruch nehmen. Bei den Sozialgerichten in der Tat muss man keinen eigenen Anwalt mitbringen. Da kann man auch allein hingehen, zu den Verwaltungsgerichten auch. Dort ermittelt auch das Gericht, das sind so sogenannte ermittelnde Gerichte. Natürlich kann es sinnvoll sein, nicht jeder Jurist ist ein Spezialist im Sozialrecht, ist ein Spezialist im Verwaltungsrecht. Und wenn schon das bei den Juristen Probleme verursacht, bestimmte Dinge überhaupt sichten zu können, durchschauen zu können, einschätzen zu können, dann ist es natürlich so, dass in der breiten Bevölkerung das Wissen um sozialrechtliche Dinge natürlich auch nicht so eingehend ist. Mit anderen Worten, es macht schon Sinn,
dass jemand, der kaum Mittel hat oder so gut wie keine Mittel hat und rechtlich bedrängt ist, dass diese Person einfach mal zum Anwalt gehen kann und sagen kann, also ich glaube, hier stimmt was nicht, gucken Sie sich das mal an und dann sagen Sie mir mal, ob das wirklich problematisch ist oder warum das leider so ist, wie es ist. Also das ist natürlich eine Möglichkeit, bei den Verwaltungs- und Sozialgerichten da auch ohne Anwalt hinzugehen. Aber es macht natürlich schon Sinn, da einen Anwalt konsultieren zu können. Und wenn der Anwalt dann sagt, gut, okay, ich sage Ihnen das jetzt und ich schreibe Ihnen das auf und dann ist die Sache auch in Ordnung und dann können Sie da auch alleine zum Gericht gehen. Das kann dann ein Anwalt einordnen, das kann dann ein Anwalt einschätzen. Aber es geht darum, dass jeder Bürger in diesem Lande Möglichkeit hat, ganz zivil, ganz normal Zugang zum Rechtsstand, Zugang zu einem Gericht zu haben. Ja, Sie sprechen sich auch gegen die Sanktionen beim Arbeitslosengeld 2 aus. Diese Sanktionen sollen ja Anreize schaffen, damit sich Erwerbslose genug um Arbeit bemühen. Wie kann man ohne diese harten Sanktionen auf eine menschlichere Weise Anreize schaffen, dass Erwerbslose sich nicht auf Kosten von Arbeitgebern, von anderen Arbeitnehmern, die ja auch Arbeitslosenversicherung einzahlen, und von Steuerzahlern ausruhen? Die Problematik der Sanktionen ist nicht einfach. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Feld. Das Grundproblem ist die allgemeine Herangehensweise. Also wenn man sich mal anschaut, die Leute, die sich in der Sozialhilfe, in der Grundsicherung, im Arbeitslosengeld, in der Altersgrundsicherung oder wo auch immer befinden, diese Leute sind von sich aus bestrebt, Anschluss zu finden, sind von sich aus bestrebt, was zu unternehmen, sind bestrebt, was zu tun, was zu machen und nach Möglichkeit damit auch Geld zu verdienen. Also wenn man sich mal anschaut, die Personen, die im SGB II in Hartz IV sind, da ist ungefähr ein Drittel überhaupt erwerbstätig. Die verdienen also ihr Geld, bloß sie verdienen nicht genügend Geld, um ohne weitere soziale Hilfen über die Runden zu kommen. Das sind die sogenannten Aufstockerinnen und Aufstocker. Dann haben wir ungefähr ein weiteres Drittel, die sind vielfältig aktiv in der Familie, sei es, dass sie Kinder erziehen, sei es, dass sie Angehörige, Ältere pflegen, sei es, dass sie sich zivil, gesellschaftliche oder da oder bürgerschaftlich engagieren. Diese Personen sind überaus aktiv und nur bei einem verbleibenden Drittel sind die Aktivitäten nicht besonders ausgeprägt. Und wenn man da aber dann genauer hinschaut, sind dies überwiegend ältere und gesundheitlich beeinträchtigte Männer, die außerordentliche Schwierigkeiten haben, nachdem sie mit 50, 55 aus dem Arbeitsprozess auf die eine oder andere Weise aus der Kurve geflogen sind, dann wieder den Einstieg zu schaffen. Und die haben große Schwierigkeiten, dort wieder Fuß zu fassen, weil das, was man bekommt, überwiegend sehr, sehr prekäre Beschäftigung ist. Und da gibt es dann Schwierigkeiten, besondere Schwierigkeiten mit der Integration in Tätigkeiten, in das Erwerbsleben. Das heißt, wenn man glaubt, man könnte die Probleme, die bestehen, durch Sanktionen lösen, dann ist man erstmal grundsätzlich völlig aus dem Holzwege. Das ist das größte Problem, was wir haben. Und das zweite Problem ist, da gibt es mittlerweile auch schon erhebliche Verbesserungen, der Umgang mit Personen, die soziale Hilfe beziehen. Diese Personen, da muss man nicht gucken, was können die nicht, sondern da muss man gucken, was können die. Wer ist das? Was hat die Person schon gemacht? In welcher Gewichtsklasse sozusagen ist sie unterwegs? Und wie passt das mit der Situation, die wir heute hier und da in dieser Region oder wo auch immer auf dem Arbeitsmarkt vorfinden und welche Tätigkeiten würden sich vielleicht anbieten? Und es kommt eben darauf an, die Stärken der Personen zu erfassen. Und es kommt dann darauf an, auch zu sagen, also die Person
mit diesen und diesen Möglichkeiten, die haben wir und suchen Sie mal, schreiben Sie das hier mal in Ihren Lebenslauf rein, was Sie da alles schon gemacht haben und was Sie alles können. Und dann sehen Sie mal zu, dass Sie auf diese Art und Weise hier oder da eine Möglichkeit finden, Fuß zu fassen. Und da gibt es gewisse Umorientierungen. Das ist die zweite große Geschichte, weswegen uns Sanktionen nicht weiterhelfen, sondern es kommt darauf an, die Stärken der Leute zu beschreiben und diese dann mit den Möglichkeiten zu verbinden, die es gibt. Das dritte Problem ist, dass der Umgang von betroffenen Personen mit Ämtern nicht immer einfach ist und der Umgang von Ämtern mit betroffenen Personen nicht immer ganz einfach ist. Es kommt da schon in viel zu vielen Fällen zu unverständlichen Schwierigkeiten, wo dann Betroffene nicht die Möglichkeit haben, sich gegen die eine oder andere ungerechtfertigte Umgangsweise dann auch zur Wehr zu setzen. Für uns als Gewerkschaften spielt eine ganz wichtige Rolle, dass über die Sanktionen die Menschen in nicht existenzsichernde Arbeit gedrückt werden können, dass darüber dann ohnehin niedrige Löhne noch weiter nach unten gedrückt werden. Das ist ein Prozess, den wir in den vergangenen 10 Jahren klar beobachtet haben. Wir brauchen eine völlig andere Herangehensweise im Grundsatz und wir brauchen einen Mindestlohn, unter denen niemand gezwungen werden darf, irgendwelche Arbeitsverhältnisse eingehen zu müssen. Das heißt, eine Kombination praktisch, dass Arbeitslosengeld 2 niedriger ist als Arbeitslosengeld 1 und ein entsprechend höherer Mindestlohn würden als Arbeitsanreize reichen? Das Arbeitslosengeld 1 wird ja im Notfall durch Arbeitslosengeld 2 aufgestockt. Das ist das eine. Also es gibt da kein Gefälle zwischen Arbeitslosengeld 1 und Arbeitslosengeld 2, weil wenn das Arbeitslosengeld 1 nicht zum Leben reicht, wird es durch Arbeitslosengeld 2 aufgestockt. So viel zu dieser Frage. Gibt es da ein Gefälle zwischen ALG 1 und ALG 2? De facto nicht. Im Einzelfall natürlich kann das ALG 1 unter oder oberhalb dem ALG 2 sein. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber für den Fall, dass es darunter sein sollte, wird das gleiche Niveau von ALG 2 eben durch das ergänzende ALG 2 hergestellt. Die andere Frage ist, gibt es eine Diskrepanz zwischen dem Arbeitslosengeld 2 und einem Lohn? Auch dieses ist nicht der Fall. Die Löhne liegen immer oberhalb des ALG 2, weil es gibt die sogenannten erwerbstätigen Freibeträge. Und die führen dazu, dass die Löhne ungefähr 10% und mehr immer oberhalb des ALG 2 Niveaus liegen. Durch diese erwerbstätigen Freibeträge, die in einer gleitenden Skala mitlaufen und dann irgendwann ausgefädelt werden, gibt es immer einen klaren Abstand zwischen Grundsicherung, Arbeitslosengeld 2, Hartz 4 und den Löhnen. Was allerdings problematisch ist, dass es Arbeitgeber gibt, die dieses ausnutzen und deswegen brauchen wir eben den Mindestlohn. Es kann nicht Aufgabe der Sozialhilfe sein, nicht existenzsichernde Löhne zu subventionieren. Das geht daneben. Wir brauchen einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn, der eine Untergrenze darstellt. Und wir haben dann über die erwerbstätigen Freibeträge immer einen Abstand zwischen der Grundsicherung und dem Lohn. Ich meine, wenn ich mir anschaue, wir haben ein Sozialstaatsgebot und das Verfassungsgericht hat ja auch zuletzt, also was mir bekannt ist, es gab ein Urteil in 2008, dass man an Nahrung, Obdach, Kleidung, Hygiene, Gesundheit zumindest alles auf Sozialhilfeniveau eben für jeden gewährleistet sein muss. Und wenn ich mir das war jetzt ein Urteil zur steuerlichen Absetzbarkeit von Krankenversicherungsbeiträgen, dass für jeden das absetzbar sein muss in der Höhe, in einer Qualität, wie, dass man eine Krankenversorgung hat, wie beim Sozialhilfeempfänger und bei Pflegeversicherungsbeiträgen, da frage ich mich, wenn ich das jetzt vergleiche mit Hartz-IV-Sanktionen, so Hartz-IV ist doch nicht unbedingt so viel höher als Sozialhilfe,
ob das überhaupt verfassungskonform sein kann mit den Sanktionen. Hartz IV und Sozialhilfe befindet sich auf dem gleichen Niveau. Da gibt es insofern, was das Leistungsniveau angeht, überhaupt keine Unterschiede. Das Ganze nennt sich Grundsicherung, ist, was Hartz IV angeht, im SGB II geregelt und ist, was die Sozialhilfe angeht, im SGB XII und die Grundsicherung im Alter ebenfalls im SGB XII geregelt. Die Grundsicherung, egal in welchem Gesetzbuch, ist immer in der gleichen Höhe geregelt. Da gibt es keine Unterschiede. Jetzt wird ja dieses Jahr Deutschland vom UNO-Menschenrechtsrat überprüft. Und da hat Deutschland ja auch den UNO-Sozialpakt wie viele andere Staaten ratifiziert. Und wir haben uns mal einen Parallelbericht von FIAN angeschaut. NGOs können sich ja dazu Parallelberichte machen zum offiziellen Staatenbericht der Bundesregierung. Diesmal hat FIAN sich um die Hartz-IV-Sanktionen nicht gekümmert, auch Prozesskostenhilfe, dass man das erschweren würde, ist da kein Thema. Wäre das vielleicht eine Option für Verdi, noch einen Parallelbericht zu machen? Also Verdi würde keinen Parallelbericht machen. Verdi würde sich natürlich gegenüber den Vereinigungen, die einen Parallelbericht machen, entsprechend mit den einschlägigen Fragen, insbesondere mit Fragen Einkommen, Löhne, soziale Sicherung, auseinandersetzen und dementsprechend dort auch für einen Dialog zur Verfügung stehen. Das heißt, da könnte eventuell noch was kommen, bis was man dann vielleicht auch wiederfindet bei dem Bericht vom UNO-Menschenrechtsrat. Die Themen, die wir in die Öffentlichkeit bringen, können dort sicher ihren Platz finden und ihre Würdigung finden. Ja, davon gehe ich aus. Was mich noch interessieren würde, weil Hartz-IV-Empfänger, Hartz-IV-Empfänger stehen ja dem Arbeitsmarkt zur Verfügung und ich denke, wenn jemand Arbeit hat, ist es ja noch etwas mehr, als wenn man dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht. Wie sieht denn ein gerechtes Maß aus, wie viel jetzt Hartz-IV-Empfänger mehr bekommen sollten als Sozialhilfeempfänger oder wie viel der Mindestlohn darüber liegen sollte oder kann man das an bestimmten Lebensbedürfnissen festmachen? Also es macht keinen Sinn, in der Grundsicherung großartige Unterschiede zu machen, irgendeinen Abstand herstellen zu wollen zwischen der Grundsicherung Sozialhilfe, der Grundsicherung im Alter und der Grundsicherung im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64, beziehungsweise jetzt ansteigend 65 und so weiter. Das macht keinen Sinn, da einen Unterschied zu machen. Das richtet sich nach den Lebenshaltungskosten in der Bundesrepublik Deutschland. Einen Sinn macht es allerdings, bei den Löhnen eine Untergrenze einzuziehen, weil wir in den letzten 10 Jahren beobachtet haben, dass die Löhne im unteren Bereich immer weiter nach unten gezogen werden und weil wir beobachtet haben, dass viele Arbeitgeber daraus ein Geschäftsmodell in Anführungsstrichen gemacht haben. Die lassen sich ihre schlechten Löhne vom Staat sozusagen aus der Steuerkasse subventionieren und streichen die Gewinne dann ganz für sich ein. Das ist in keiner Weise hinzunehmen. Die Löhne, die die Arbeitgeber zahlen, müssen auf einer unteren Linie festgezogen werden. Dort brauchen wir ein Fundament für das Haus, damit es nicht zusammenbricht. Herzlichen Dank. Gern geschehen.
nothing, but now I got something. You can do it, homie, get your grind on it. I got the hot music, unless I got magic. You can twist on it, you hear the drums on it. Come on, bounce with it, this is how we vibe to it. You got the fist for it, you got the guts for it. You can shine with it, homie, let me grind with it. I got some body in the club, come on, keep on dancing to this song. You got them beats and breaks and your booty shaking all night long. Every blow that you give to me, I thought about it constantly. Get a kiss just for free. Baby boy, what you've done to me. Baby girl, let's get it going on. I'ma hit the highway and do it my way. It ain't no game, girl, so I don't play games. I keep it up straight, right up in your face. So make your mind up, cause life is too short. I got the vest on, boy, put your belt on. Stop acting all cool like Kanye West, boy. You be riding through the wire and the camera get on fire. You don't want that, no, I don't want that, no. These goes are the pimps and chicks, so slow, slow. Hit the backseat when you're doing the licking, kissing, squeezing. Do the damn thing, man. Daddy in the club, come on, keep on dancing to this song. You got them beats and breaks and your booty shaking all night long. Every blow that you give to me, I thought about it constantly. Get a kiss just for free. Baby boy, what you've done to me. Ja, hier ist der zweite Teil von der Sendung Macht und Menschenrechte am 10. Januar 2013 auf Radio Jungle Drum. Hier ist wieder Volker Reusing. Durch einen Artikel in der Taz mit dem Titel Jeder Link soll kosten von Montag dieser Woche, 7. Januar 2013, wurden wir aufmerksam darauf, dass in Irland Zeitungsverlage Geld verlangen dafür, dass man auf ihre Artikel verlinkt, soweit diese Artikel eben im Internet stehen. Das war zumindest der Stand zum Zeitpunkt, als die Taz für diese Woche Montag gedruckt worden ist. Wir haben uns daraufhin, um ein Interview zu bekommen, mit dem dort genannten irischen Frauenverband Women's Aid in Verbindung gesetzt. Women's Aid ist, findet man auf womensaid.ie und die setzen sich ein für den Schutz von Frauen, zum Beispiel Schutz vor heimischer Gewalt. Ist also klar ein gemeinnütziger Verband und die hatten Spendensammlungen gemacht und hatten da sehr freundliche Artikel bekommen darüber, für die gute Sache, für die sie sich einsetzen, für den Schutz von Frauen in verschiedenen irischen Zeitungen. Und dann haben sie dort zu diesen Artikeln verlinkt, wo sie halt Berichterstattung bekommen haben über ihre Spendensammlung. Und als Folge davon sind sie angeschrieben worden von einem Verband, der sich dafür einsetzt, dass eben diese irischen Zeitungen dafür, wenn man ihr geistiges Eigentum benutzt, was sie im Internet veröffentlicht haben, dass sie dafür eben Gebühren verlangen. Und da wurden Gebühren verlangt. Ich beziehe mich jetzt auf Angaben von der Webseite von den Anwälten von Women's Aid. Den Link haben uns die auch von dem Verband hingewiesen, wollten aber jetzt selber direkt kein Interview geben, sondern wir sollten selber recherchieren auf der Webseite ihrer Anwälte. Das ist www.mcgowsolicitors.ie. Und da soll zum Beispiel verlangt werden, wenn man 1 bis 5 Links setzt,
300 Euro, 6 bis 10 Links 500 Euro und so weiter. Je mehr Links, desto eher ein gewisser Mengenrabatt. In einem Schreiben der Anwälte sagen sie, dass sie das so verstanden haben, dass man diese Beträge pro Jahr zahlen sollte. Und in einem Schreiben haben sie auch dargestellt, wie das denn zusammenpasst, dass Zeitungen selber auf ihrer Webseite dafür werben, dass man sie verlinken sollte in sozialen Netzwerken. Also soziales Netzwerk ist ja sowas wie Facebook zum Beispiel. Aber wenn jemand sie ganz offen, jetzt nicht im sozialen Netzwerk, im Internet zu ihnen verlinkt, soll er dafür zahlen. Das andere, dafür werben sie, dass man zu ihnen verlinkt, dass man in sozialen Netzwerken über diese Zeitungsartikel diskutiert, ob das denn zusammenpasst. Es ist auch im irischen Fernsehen dieses Thema mindestens einmal diskutiert worden. Am 7. Januar, also zum gleichen Zeitpunkt, wo die Taz rauskam, hatte sich inzwischen schon wieder eine Entspannung der Situation ergeben, was wir auch gestern erst erfahren haben durch den irischen Frauenverband. Und zwar gab es da einen teilweisen Rückzieher. Für persönlichen Gebrauch, also für persönliche Informationen praktisch, verlangen sie keine Gebühren. Für kommerziellen Gebrauch haben sie sich zurückgezogen, dass sie keine Gebühren verlangen für Verlinkungen, wohl aber, wenn man daraus zitiert. Das heißt, wenn jetzt ein kommerzielles Medium daraus zitiert, scheint es in Irland keineswegs sicher zu sein, dass dann die irischen Zeitungsverlage nicht doch Gebühren verlangen. Also kommerzielle Medien sollten da möglichst keine wörtlichen Zitate von irischen Zeitungsverlagen machen. Wer sich das genauer anschauen will, unter www.mcgahsolicitors.ie. Das hat uns auch deshalb alarmiert. Wir hatten ja am 6.12.2012 ein Interview gemacht. In Deutschland gibt es ja die Debatte darüber, will man ein Leistungsschutzrecht? Und mit dem Leistungsschutzrecht geht es ja darum, dass kommerzielle Medien, da geht es ausschließlich dann eben um kommerzielle Medien, nicht um nicht kommerzielle, dass die dafür zahlen sollen, eben auch für Zitate aus Veröffentlichungen eben von kommerziellen Medien, von Verlagen im Internet. Und das ist ja schon auf erhebliche Kritik gestoßen. Klar, sowohl bei der Position, wo man sich jetzt in Irland darauf zurückgezogen hat, als auch bei der Position, was dieser deutsche Gesetzentwurf will, ist natürlich das Zitatrecht in Gefahr, zumindest soweit es ein kommerzielles Medium ein anderes kommerzielles Medium zitiert. Und was ist kommerziell? Genügt da eine Einnahmeerzielungsabsicht? Es gibt ja auch eine ganze Menge Blogs, die nicht unbedingt Gewinn machen oder einen minimalen Gewinn und die ein bisschen Google-Werbung geschaltet haben zum Beispiel. Sind die kommerziell? Sind die auch kommerziell, wenn sie gar nicht so viel Klicks haben, dass sie überhaupt Einnahmen haben durch die Google-Werbung als Beispiel? Das sind also eine Menge, die davon betroffen sind, obwohl sie vielleicht gar keine Einnahmen betroffen sein könnten, gar keine Einnahmen erzielen oder nur geringe Einnahmen und insgesamt Verlust erzielen. Ja, zumindest für die irischen NGOs hat sich das Thema erstmal entschärft. Interessant ist natürlich die Frage, diese erstaunliche zeitliche Parallele, ist das möglicherweise eine Kampagne, eine Initiative, die eben von Zeitungslobbys eben in verschiedenen Ländern zurzeit läuft, vielleicht nicht nur in Deutschland und in Irland. Das ist aber jetzt eine Frage, die in den Raum gestellt ist. Dazu haben wir derzeit noch keine Erkenntnisse. Worauf ich noch hinweisen möchte, ist natürlich, dass wenn man das Zitatrecht dermaßen einengt, dass dann natürlich auch der Meinungsfluss unterbunden wird, dass dann auch Meinungsfreiheit, Pressefreiheit im Internet ganz drastisch dadurch allein schon beschränkt wird. Es stellt sich die Frage, wenn man irgendwas über Irland berichten will, ob man demnächst dann doch im Internet, ob man demnächst dazu gezwungen ist, nur noch zurückzugreifen auf nicht kommerzielle Blogs. Ob also jemand, der über Irland berichten will und irgendeine irische Quellen zitieren will, dann nur noch die Möglichkeit hat,
ob sich im Internet da die kommerziellen Zeitungen nicht selbst in Irland das Wasser mit abgraben. Ich möchte noch mal kurz eine Vorschau machen, noch mal dafür werben für nächste Woche. Das mit dem Leistungsschutzrecht und was dort in Irland ist, wirkt alles noch klein gegenüber der Neuauflage von der EU-Datenschutzverordnung. Ich erinnere, für die Hörer, die sich schon mal vorbereiten wollen, wir hatten dann war das 6. März 2012 bei unserem Politikblog einen Artikel in Deutsch und Englisch, gibt es auch ein Video zu, die EU-Datenschutzlüge oder die EU-Privacy-Lie. Da ging es damals und ihre militaristischen Hintergründe. Da ging es damals darum, EU-Datenschutzentwurf angeblich, und das stellt sich heraus, dass sie den Datenschutzbegriff so weit gefasst haben, dass auch jegliche Berichterstattung im Internet, wo man über jemand anders als sich berichtet, mit umfasst war, und jegliche kommerzielle Berichterstattung. Davon gibt es jetzt auch eine Neuauflage. In einigen Punkten entschärft, in einige Sachen wie vergessliches Internet scheinen aber hinzugekommen zu sein. In einer Woche werden wir das durchgearbeitet haben. Bisher konnten wir es nur überfliegen. Und wir werden uns bemühen, zu dem Thema noch ein Interview von dem Internetbranchenverband Bitkom zu bekommen, wegen der Aspekte für die Internetwirtschaft. Was macht das mit der Internetwirtschaft? Soweit schon mal eine kleine Vorschau auf nächste Woche. Jetzt kommt gleich noch etwas Musik, bevor wir uns dann mit der Frage beschäftigen, angelsächsische Mission, Mythos oder Wirklichkeit? Sendung Macht und Menschenrechte auf Radio Jungle Drum. Hier hat ein kurzer Wechsel stattgefunden. Mein Name ist Sarah Lucia Hassel-Reusink.
Ich werde jetzt also an Volker, meinen Ehemann, so ein paar Fragen so zur angelsächsischen Mission, Mythos oder Wirklichkeit stellen. Volker, du hast dich mit dem Interview auf Projekt Alvalon befasst zur angelsächsischen Mission beschäftigt. Was ist davon zu halten? Ja, danke für die Frage. Wir beziehen uns auf ein Interview, welches in englischer Sprache geführt worden ist von dem Whistleblower-Blog und Internetmedium Project Avalon aus Großbritannien. Und dieses Interview ist geführt worden Anfang 2010, am 16.02.2010 ist da eine Veröffentlichung. Ich kann mir jetzt nicht mehr genau erinnern, ob es in englischer Sprache war oder in deutscher, aber am 16.02.2010, da ist ein anonymer britischer Informant zugegangen auf dieses Internetmedium Project Avalon. Und dieser britische Informant sagt selber, er war lange Zeit beim Militär, dann hat er eine höhere Position inne bei in der sogenannten City of London. Das ist der Finanzdistrikt der britischen Hauptstadt, praktisch so das Weltfinanzzentrum, das wichtigste Finanzzentrum der Welt ist in der City of London. Und das ist ein Distrikt mit einigen Sonderrechten. Und da soll es in 2005 eine Sitzung gegeben haben, Freimaurerzirkel, wo dieser Informant dazugehört hat. Und in diese Sitzung sei er rein zufällig reingeraten und hätte da einige, ja, wirklich haarsträubende Dinge erfahren. Und scheinbar werden diese Freimaurerzirkel zum Teil von außen benutzt, von anderen Kreisen, die einfach die Infrastruktur der Freimaurer ausnutzen. Und er hat dann vor allem um vier verschiedene Dinge hat er berichtet. Da ging es einmal um die Konzentration finanzieller Macht. Dann ging es um die angelsächsische Mission, eine militaristische Plan und Konzept, was einen Weltkrieg mit beinhalten würde. Und es ging um ein geophysikalisches Ereignis und um eine sogenannte Überregierung. Und es gibt erschreckende Parallelen zu aktuellen Ereignissen der letzten Jahre. Es gibt aber auch Dinge, die mich daran zweifeln lassen, ob das so eins zu eins stimmt, was er sagt. Ja, Volker, was könnte denn mit dieser Finanzkonzentration gemeint sein, was dieser Informant angesprochen hat? Ja, diese Finanzkonzentration, er hat in dem Interview behauptet, also dass auf dieser Sitzung, wofür man Freimaurerinfrastruktur in der City of London ausgenutzt hat, dass er im breiten Raum die Finanzkonzentration eingenommen habe und in 2005 habe man schon besprochen, wie man es denn machen wolle. Anfang 2010, was war da geschehen? Es gab in verschiedenen Staaten Bankenrettungsinstitutionen, in Deutschland zum Beispiel die SOFIN, die Geldbeträge für die Rettung deutscher Banken, die in Not geraten waren, für bis zu 480 Milliarden Euro zur Verfügung stellen sollte. Und es gab es auch in anderen Staaten. Soweit ich mich entsinne, ist in den USA standen sogar bis zu 700 Milliarden zur Verfügung bei der dortigen Bankenrettung, wobei es da in den USA allerdings intransparenter gewesen sein soll als in Deutschland. Der Informant sagte gegenüber Project Avalon, er meinte eben, dass eine Finanzkonzentration stattgefunden habe, mit Sicherheit in Großbritannien und in den USA und vermutlich auch in Deutschland und Frankreich. Er sagte aber nicht, was. Also es könnten diese Rettungsinstitutionen gemeint sein, im Sinne von, dass man die großen Banken im Sinne der Too-Big-to-Fail-Hypothese schützen will. Und er meinte auch, ein finanzieller Kollaps sei auch schon in der Zwischenzeit geschehen. Da scheint die Finanzkrise zu sein, die es seit 2008 gibt. Ob er diese Konzentration meint, einmal vielleicht, dass bestimmte Leute Spekulationsgewinne gemacht haben, bestimmte Institute während der Krise. Und ob er diese Rettungsinstitution mit einbezieht. Ich vermute, er meint beides damit.
Volker, liegt denn der Informant richtig, also dass also 2010 also diese Konzentration also schon abgeschlossen ist? Ich denke, dass er das gesehen hat aus der Sicht dieses Treffen in Freimaurerzirkeln, wenn auch nicht von Freimaurerorganisationen. Es war im Juni 2005 und er hat betrachtet, was hat man da besprochen und was ist von dem, was man da besprochen hat, bis Anfang 2010 schon passiert. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, da ist inzwischen einiges mehr passiert. Denn wir haben ja jetzt bei der EU diesen sogenannten europäischen Finanzierungsmechanismus. Einmal ging es darum, bei der Griechenlandhilfe Gläubiger Griechenlands zu helfen. Dann ging es darum, bei EFSM, dass Irland genug Geld hat für Bankenrettung. Und dann ging es bei restlichen Geld von EFSM ging es darum, dass Portugal seine Gläubiger bezahlen kann. Und dann EFSF auch Geld für Portugal, später Geld für Griechenland beziehungsweise deren Gläubiger. Und jetzt haben wir an ESM einen dauerhaften Rettungsmechanismus mit besonders wenig Intransparenz, besonders viel Immunität. Und die Geldsummen wurden von Mechanismus zu Mechanismus immer größer und man schiebt jetzt den Namen der Rettung des Euros vor. Und in Wirklichkeit geht es aber wie 25.3.2011 Sitzung vom Europäischen Rat zeigt, die Definition der Finanzstabilität immer in erster Linie um die Finanzstabilität des Finanzsektors und zwar im Sinne der Too-Big-to-Fail-Hypothese, die die Weltbank vor einigen Jahren aufgestellt hat, nämlich, dass es unbedingt notwendig ist, die großen Finanzinstitute eben zu sichern, damit die Wirtschaft insgesamt nicht ins Trudeln kommt. Man macht diese Wirtschaftsregierung, verschärfter Stabilitäts- und Wachstumspakt, Ungleichgewichtsverfahren und haushaltsmäßige Überwachung, aber immer mit dem größten Schwerpunkt auf die Finanzstabilität, dass die großen Banken nicht ins Trudeln kommen. Das heißt, man hat noch einiges dazugepackt, um die großen Banken abzusichern im Vergleich zu der Finanzkonzentration, die es bis Anfang 2010 wohl scheinbar schon gegeben hat. Ja, also was hältst du von der Information des Informanten? Die Existenz einer Überregierung. Was kann man sich darunter vorstellen? Existiert das überhaupt? Ja, also er hatte gesagt, dass die Leute, die sich da getroffen haben, in der Freimaurerinfrastruktur in der City of London Juni 2005, dass die so wirkten, als ob sie sich diese Dinge, über die sie reden, gar nicht ausgedacht haben, sondern von woanders weitergegeben bekommen und dann über ihre Lobbykanäle, wo sie wiederum wirken, dann praktisch in die britische Öffentlichkeit einspeisen oder in die britische Politik. Einer wurde genannt, ein Vertreter der konservativen Partei, der Tories, aber auch Vertreter oder Leute involviert sind, Militär, Polizei, sollen bei der Sitzung auch dabei gewesen sein, Berater. Und wenn sie also, diese Gruppierung dort, nur dafür da war, etwas, was woanders besprochen wurde, weiterzugeben und Einfluss auf die großen britischen Parteien oder Regierungen zu nehmen und etwas anderes wird Überregierung genannt, dann scheint sich das zu beziehen auf eher eine internationale Organisation oder ein Netzwerk oder mehrere Netzwerke. In der deutschen Übersetzung, in dem Video zu dem Interview, sieht man Leute, die gegen eine Bilderberg-Konferenz protestieren. Das heißt, bei Project Avalon hat man wahrscheinlich die Assoziation gehabt, das könnte vielleicht das Bilderberg-Netzwerk sein. Und das ist das Bilderberg-Netzwerk. Da laden sie Politiker ein, da laden sie Medienvertreter ein, da werden Leute von großen Konzernen auch mit einem Schwerpunkt auf Banken eingeladen. Das würde ja ein Stück weit passen zum Thema Überregierung. Nur was nicht passt, ja, ist das Bilderberg-Netzwerk, gibt es noch nicht so wahnsinnig lange, aber im Vergleich zu dem, wie es angeblich solche Strukturen schon gibt, laut dem Informanten. Aber da würde ich dann später drauf eingehen. Was bei Bilderberg wirklich Anzeichen zu sein scheint, dass sie sehr mächtig sind, ist, dass bestimmte Politiker, die dorthin reisen, dann in Themen aufgreifen, die auf der Tagesordnung von Bilderberg sind, dass es schon mehrere Politiker gegeben hat, wo dann
nachdem sie bei Bilderberg waren, plötzlich ihre Medienaufmerksamkeit steil angestiegen ist. Und beim Teil von denen zumindest ist es aufgefallen, dass sie auch solche Themen aufgerufen. Das sieht man ja im Augenblick also an Peer Steinbrück, also von der SPD, der ja sehr hofiert wird in den Medien, auch so also zusätzlich also mit Auffälligkeiten, also dass er halt sehr, sehr viel Geld also bei den Banken verdient. Was hältst du denn also auf diesem Treffen, also diesem Freimaurertreffen 2005? Da gab es ja die Befürchtung, also mit der Zeit nicht durchzukommen. Was meinst du, was meinten die damit? Ja, du hast jetzt Peer Steinbrück angesprochen. Ich möchte das noch ein bisschen abrunden. Peer Steinbrück war auf der Bilderberg, und dann auf die andere Frage eingehen. Peer Steinbrück war auf der Bilderberg-Konferenz 2011 in St. Moritz in der Schweiz. Da haben verschiedene alternative Internetmedien darüber berichtet. Er wurde auch gefilmt mit anderen Teilnehmern dort. Steinbrück war insoweit auffälliger dadurch, dass er eben auch Themen aufgegriffen hat. Sie hatten dort, man findet unter bilderbergmeetings.org, findet man von den neuesten Meetings die offiziellen Teilnehmer und auch die Tagesordnungspunkte stichwortartig wie Überschriften. Und da ging es zum Beispiel eben um den Euro, es ging um neue Wege zum Umgang mit Staatsschulden und so weiter. Und dann hatte er auch in einem Interview im Spiegel zum Beispiel diese Themen aufgegriffen und sich eben für diese ganzen Mechanismen, die man da machen will, für die Finanzstabilität ausgesprochen. Und seine Medienaufmerksamkeit ging enorm rauf. Es gibt andere Leute, wo man nicht ganz so deutlich das sieht, weil sie vielleicht geschickter vorgegangen sind, dass bei ihnen die Medienaufmerksamkeit raufging, aber nicht so deutlich sieht, dass sie ganz spezifische Themen dort aufgegriffen haben. Zum Beispiel Bilderberg-Konferenz in Spanien. Da hatte alles Schall und Rauch drüber berichtet. 2010 war Olaf Scholz, auch SPD, und auch nach ihm ging die Medienaufmerksamkeit rauf. Es gibt eine ganze Menge Politiker unterschiedlichster Couleur, die plötzlich wieder verstärkt Medienaufmerksamkeit gekriegt haben, nachdem sie bei Bilderberg gewesen sind. Ja, jetzt die zweite Frage. Warum sie im Zeitverzug wären. Diese Sitzung, sagte der Informant, sei im Juni 2005 gewesen. Und das wird man gleich noch sehen, denke ich. Da möchte ich noch darauf zu sprechen kommen, was die eigentliche angelsächsische Mission ist. Was kurze Zeit vorher passiert war, es gab es zwei Volksabstimmungen. Eine im Mai 2005 in Frankreich, haben die Franzosen Nein gesagt zum EU-Verfassungsentwurf. Und es gab eine am 1. Juni, glaube ich, 2005 in den Niederlanden, haben die Niederländer dazu Nein gesagt. Dieser EU-Verfassungsentwurf, der wollte ja erlauben, dass man militärisch einmarschieren kann, dass die EU als solche das beschließt, die Regierungschefs dort, militärisch einzumarschieren bei nicht definierten Krisen, bei Verletzung der Werte der EU, das heißt, wenn irgendwo auf der Welt Demokratie, Menschenrechte oder Rechtsstaatlichkeit verletzt werden, oder in so gut wie gar nicht definierte, fast undefinierte, gescheiterte Staaten in Verbindung mit der EU-Sicherheitsstrategie, kann man nachlesen, Artikel 42, 43 EU-Vertrag wollte man das einbauen. Man wollte auch jede Menge Privatisierung von Daseinsvorsorge. Es waren eine ganze Menge Dinge drin, die dadurch dann erstmal aufgeschoben worden sind. Man kam ja dann erst 2007 und hat dann gesagt, nee, wir machen doch keine EU-Verfassung, sondern wo man die EG-Vertrag, EU-Vertrag und Grundrechtecharta in ein Paket zusammenpacken wollte, sondern man machte halt keine Verfassung und hat dann 2007 das in drei Teilen belassen, aber die Inhalte fast eins zu eins da reingepackt, die man wollte, mit zwei wesentlichen Unterschieden. Der Militarismus wurde ein bisschen abgemildert, aber dafür wollte man nun auch Behörden an Privat vergeben und nicht nur die Daseinsvorsorge privatisieren. Und man wollte, Militarismus hat man insoweit noch verschärft, indem man eine Klausel noch eingebaut hat, ich glaube Artikel 21 oder 22 EU-Vertrag, wonach der Europäische Rat der Regierungschefs der EU dem UNO-Sicherheitsrat regelrecht Konkurrenz
gemacht hätte. Aber das hat ja das deutsche Bundesverfassungsgericht untersagt im Lissabon-Urteil vom 30.06.2009. Davon ist eigentlich in dem Interview jetzt nicht die Rede gewesen. Ich denke mir, dass das aber der Grund ist, warum man ganz frisch im Juni 2005 meinte, dass man mit einer bestimmten Agenda eben im Hintertreffen wäre, weil die Franzosen und die Niederländer damals Nein gesagt haben. Aber das wird noch deutlicher, wenn ich auf die militärischen Aspekte jenes Interviews eingehe. Ja, du hast gerade die militärischen Aspekte angesprochen. Ja, was ist denn jetzt eigentlich diese angelsächsische Mission? Ja, also dieser britische Informant sagte, das gäbe es. Ich weiß jetzt nicht, ob genau in der Form, aber als Überlegung, als Plan schon seit den 70er Jahren, und das will er wohl gewusst haben, dadurch, dass er früher im britischen Militär war. Erstaunlich, dass sowas, ja, schau mal, jahrzehntelang durchs britische Militär geistert und die Weltöffentlichkeit davon nichts erfahren haben soll. Da kommen bei mir schon wieder Fragezeichen. Aber andererseits, aktuelle Dinge, die passieren, erinnern sehr daran. Also diese angelsächsische Mission, da geht es im Kern darum, dass man im Mittleren Osten einen Vorwand schafft, um einen Krieg mit China zu machen und China zu unterwerfen. Und zwar sollte dieser Plan angeblich sein, dass man einen Konflikt provoziert zwischen Israel und Iran, wo dann dazu führen würde, dass dass China dem Iran beisteht und dass es einen, in Anführungsstrichen, verhältnismäßig kurzen nuklearen Schlagabtausch gibt, dann einen Waffenstillstand. Danach würde man dann biologische Waffen gegen China einsetzen, bis die Chinesen dann mit mehr Atomwaffen reagieren würden. Und das würde man zum Vorwand nehmen, um die Chinesen ganz zu vernichten. Das ist das im Kern, was diese angelsächsische Mission angeblich ausmacht. Ich finde es ziemlich heftig, denn wenn man sich mal anschaut, unser deutsches Grundgesetz ist ja nach den Erfahrungen geschaffen worden von Zweiten Weltkrieg, von Holocaust, und als Deutscher ist man ja auch zum Frieden berufen und vielleicht als besonders berufen, auch mit darauf zu achten, dass das Volk von Israel geschützt wird. Und wenn diese angelsächsische Mission so passieren würde, da würden die Israelis und Palästinenser ja schon in dem ersten Schlagabtausch, zumindest die, die in ihrem Heimatgebiet wohnen, ja nahezu ausgelöscht. Da muss man sich mal vorstellen, das würde ja mehr Opfer fordern als der Holocaust. Für Deutsche fast emotional, auf emotionaler Ebene unvorstellbar. Entschuldigung, wenn man es einem so bewusst wird. Im Juni 2005 auf dieser Sitzung wurde auch gesagt, man war da irgendwie besorgt, dass Netanyahu damals nicht bereit gewesen, er war damals ja auch schon mal Regierungschef in Israel, den Iran anzugreifen. In 2005 scheint es da schon konkretere, weitergediehene Pläne dazu gegeben zu haben. Was auch angesprochen wurde dabei, war eine sogenannte Straße nach Jerusalem. Stellt man sich das geografisch vor, was liegt denn an einem Staat, der sich westlichen Interessen derzeit widersetzt oder westlichen Konzerneliteninteressen? Was liegt denn da zwischen Jerusalem und Iran? Da liegt ja Syrien. Und Damaskus ist wohl gemeint, dieses Rätsel Straße nach Jerusalem, was dieser britische Informant damals ansprach. Und er sagte, dass auch Netanyahu diese Metapher Straße nach Jerusalem benutze. Auch der damalige chinesische Regierungschef Hu Jintao habe den Begriff schon mal benutzt. Es ist wirklich erstaunlich, dass dieses erst durch dieses Interview in die Weltöffentlichkeit gekommen ist, wenn gleichzeitig der Begriff trotzdem israelischer und chinesischer Regierung schon bekannt gewesen sein soll. Ja. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, warum kommen wir zum Schluss, dass das Ganze aktuell ist? Nun, für die Zeitachse, wann man das vorhat, hatte der Informant aus Sicht von Januar oder Februar 2010 geschätzt,
dass er vermutet, innerhalb von 18 Monaten, aus damaliger Sicht, das wäre also Mitte 2011 gewesen, spätestens aber Anfang 2012. Zur Zeitachse wurde auch noch gesagt, dass man dieses Ganze machen wollte, einmal um den Konkurrenten Weltmacht China zu besiegen und um einen Vorwand zu haben, eine Art informelle Diktatur im Westen zu machen. Das heißt, man lässt die Wahlen noch stehen, die Leute können weiter wählen, die sowas die ganzen Ereignisse überleben würden. Aber tatsächlich würde eine Art runter jeweils hier im Westen herrschen. Nicht die Gewählten wären dann nur noch Marionetten. Und um das alles verwirklichen zu können. Und man wollte das angeblich alles machen vor einem bestimmten geophysikalischen Ereignis. Auch dazu habe ich eine Vorstellung. Ich möchte noch was zur Aktualität sagen. Und zwar zur Aktualität. Im Jahre 2010 gab es eine neue NATO-Strategie. Der Entwurf der NATO-Strategie wurde gemacht von einer Arbeitsgruppe unter Vorsitz von Madeleine Albright. Die ist eine Lobbyistin von der amerikanischen Denkfabrik Council on Foreign Relations. Von den Dingen, die in dem Diskussionspapier drin waren, aber Gott sei Dank nicht in die NATO-Strategie kamen, weil die Türken das nicht wollten, Gott sei Dank, ist, dass man setzen wollte in der NATO-Strategie auf eine totale politische Isolation des Iran. Gleichzeitig gab es damals eine Kampagne für Internetzensur, für Internetsperren, was man verbunden hat mit dem Schutz von Kindern, Jugendlichen vor Kinder- und jugendgefährlichen gefährdenden Inhalten im Internet. Das waren gab verschiedene Dinge Ende 2010. Und da war interessanterweise setzte sich dafür die Frau zu Guttenberg ein, die Ehefrau von Karl Theodor zu Guttenberg, der ein Lobbyist des europäischen Ablegers, der europäischen Kopie vielleicht vom Council of Foreign Relations, dem European Council of Foreign Relations ist. 2012. Da gab es mehrere Empfehlungen oder Aufrufe, den Iran anzugreifen. Einmal, etwas offizieller, in der Zeitschrift Foreign Affairs. Foreign Affairs ist die Zeitschrift vom Council on Foreign Relations. Amestio Krönig hat das damals empfohlen. Und in der Zeitung Die Welt, in einem Gastartikel, hat ein Niall Ferguson, auch aus dem Umfeld von Council on Foreign Relations, gesagt, ein Angriff auf Iran sei das kleinere Übel. Auch das war im Februar 2012. Parallel dazu gab es den Entwurf einer EU-Datenschutzverordnung. Vorgestellt wurde dieser Entwurf der EU-Datenschutzverordnung von Karl Theodor zu Guttenberg, der war auch ehemaliger deutscher Verteidigungsminister, und Karl Theodor zu Guttenberg ist eben auch einer der Funktionäre, der Lobbyisten vom European Council on Foreign Relations, findet man auch ganz offiziell unter www.ecfr.eu, Council on Foreign Relations und www.cfr.org. Und vorgestellt wurde das von Nelly Kroes, EU-Internetkommissarin. Diese Frau Kroes war auch auf der Bilderberg-Konferenz 2011, wo es auch um die Dinge mit dem Euro ging. Und das heißt, es sieht hier so aus, man findet Parallelen, weil Konzentration finanzieller Macht zu Bilderberg und zu diesen beiden militaristischen Denkfabriken CFR und ECFR Anfang 2012, aber das Ding ist ja damals aufgeflogen, diese zeitliche Parallelität mit der angeblichen EU-Datenschutzverordnung, was die EU-Zensurverordnung wäre, und den Lobbying für einen Angriff auf Iran. Da stellt sich ganz drängend die Frage, ist das Teil dieser angelsächsischen Mission? Du hattest ja gerade gesagt, also der Informant hat gesagt, also dass es Anfang 2012 wäre. Und es war ja Januar 2012. Das muss ich nicht erinnern.
Soweit ich mich entsinne, wir haben damals ja einen Artikel gemacht, EU Privacy Lie and its Military Backgrounds oder EU Datenschutzlüge und ihre militaristischen Hintergründe, haben auf diese Artikel verwiesen. Das eine war Januar-Februar-Ausgabe von Foreign Affairs. Das andere war, soweit ich mich entsinne, war das im Februar ein Angriff auf Iran, sei eben das geringere Übel von Niall Ferguson. Übrigens, Niall Ferguson, der war dann Mitte 2012 bei der Bilderberg-Konferenz eingeladen. Und nicht nur er war da eingeladen, sondern auch Basma Kotmani, in Anführungsstrichen Außenminister des syrischen Nationalrats, also des Teils der syrischen Opposition, die den Syrien-Konflikt eben nicht allein auf friedliche Lösungen setzt, sondern eher auf den syrischen Aufstand. Das heißt, es sind schon wieder Indizien dafür, was schon bei Project Avalon angedeutet worden ist, dass Bilderberg Teil dieser angelsächsischen Mission sein könnte. Also ganz aktuelle Ereignisse der letzten 2 Jahre und eben auch Fragen aufwirft, ob es eben nicht nur die, wie man offiziell auch findet, die Lobbyisten und Vertreter von diesen Bilderberg-Netzwerken, diesen Denkfabriken, wo sich da Personen halt überschneiden, die mehreren von diesen sind, sondern ob es da auch inhaltliche Überschneidungen und Zusammenarbeit gibt. Bevor ich also die anderen Fragen noch mache, habe ich noch eine kurze Zwischenfrage. In diesem Interview mit diesem Informanten sagt er, dass England also vollständig auf Privatisierung oder besser gesagt Privatisierung also der Polizeimacht setzt. So wie ich mich erinnere, gibt es ja auch im Vertrag von Lissabon so die Möglichkeit, hoheitliche Aufgaben zu beleihen. Könnte das was miteinander zu tun haben? Ich denke, das könnte schon der Fall sein. Also der dortige Informant, der hat nicht unbedingt den Lissabon-Vertrag näher gelesen. Ihm ging es ja darum, was er auf dieser Sitzung 2005 gesehen hat. Und es gab in den USA schon eher als in anderen Staaten auch die Vergabe hoheitlicher Aufgaben an Privat. Das hat in den USA, das hat er auch gesagt, als Modell eingesetzt, dass die USA Vorreiter waren, hat er gesagt. Ich möchte ergänzen, dass das, und das habe ich von dem Buch Die Schockstrategie oder Englisch zur Schockdoktrin von Naomi Klein, hat das in den USA nach dem 11. September angefangen, eingeläutet durch eine Rede von Donald Rumsfeld vom 10. September, wo 2001, einen Tag vor dem 11. September 2001, wo er gesagt hat, man müsse halt im Sicherheitsbereich mehr privatisieren, mehr an Privat vergeben und wo er eben auch von Militäraufgaben an Privat vergeben wollte, ist ja dann nach dem 11. September dann auch im großen Stil geschehen, siehe zum Beispiel im Irakkrieg seit 2003. Und da ging es als in dem Beispiel darum, in Großbritannien Polizeiaufgaben an Privat zu vergeben. Man wollte das wohl erstmal mit verhältnismäßig harmloseren Dingen machen, wie Aufgaben vom Ordnungsamt und so weiter, aber dann sich dann vorarbeiten, bis man irgendwann dann auch Aufstandsbekämpfung an Privat vergeben würde. Hängt vielleicht auch damit zusammen, wenn es Aufstände gibt, dass dann vielleicht Leute, die einen Eid auf eine Verfassung geschworen haben, oder England hat ja keine Großbritannien-Verfassung, aber zumindest so ein Grundrechte-Dokument, die Bill of Rights, dass die Leute dann nicht bereit sind, sich gegen die eigene Bevölkerung zu wenden. Ja, zum Lissabon-Vertrag. In dem EU-Verfassungsentwurf war da nichts zur Privatisierung hoheitlicher Aufgaben. Und es gibt aber im Vertrag von Lissabon schon. Da gibt es einmal die Privatisierung der Daseinsvorsorge, wie wir es im EU-Verfassungsentwurf auch drin hatten, in Artikel 14 EU-Vertrag. EU-Vertrag ist der ehemalige EG-Vertrag. Und es gibt
in ja lauter Protokolle und Erklärungen, den Anhängen zu dem AEU-Vertrag und EU-Vertrag. Da gibt es ein Protokoll 26, das hat einen Artikel 2 und sagt, nichts in den Verträgen steht praktisch der Verpflichtung der Mitgliedstaaten im Wege, nicht wirtschaftliche Dienste von allgemeinem Interesse zu vergeben etc. Und nicht wirtschaftliche Dienste von allgemeinem Interesse ist gemeint. Allgemeines Interesse heißt öffentliche Aufgabe. Nicht wirtschaftlich heißt etwas, wo normalerweise das aus Steuermitteln finanziert ist in erster Linie und nicht aus Preisen der Endverbraucher. Also ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel öffentliche Daseinsvorsorge in Anspruch nimmt, das ist dann ein bisschen steuermäßig subventioniert, aber in erster Linie wird es über den Preis bezahlt, während zum Beispiel Behördendienstleistungen in erster Linie eben steuerfinanziert sind und erst wesentlich nachgeordnet durch Gebühren. Und das wollte man eben dann ändern, dass man diese Dinge eben durch Privatfirmen machen lässt. Aber es gibt auch eine Struktursicherungsklausel im EU-Recht, Artikel 4 EU-Vertrag. Und da geht es um Fragen der Sicherheit, innere wie äußere Sicherheit. Da hat die EU den Mitgliedstaaten eigentlich nichts reinzureden. Und deswegen dürfte das normalerweise ausgeschlossen sein davon. Selbst der Lissabon-Vertrag würde das nicht unbedingt wollen, aber schon alles, was nicht innere oder äußere Sicherheit ist und nicht ganz, ganz grundlegend ist, also die Privatisierung von Aufgaben des Ordnungsamtes zum Beispiel, das dürfte mit dem Lissabon-Vertrag schon gewollt gewesen sein, hat für Deutschland das deutsche Bundesverfassungsgericht ja damals untersagt, dass wer das nachlesen will, warum sie das untersagt haben, das Urteil ist auf 30.06.2009 auf bundesverfassungsgericht.de. Oder mal, wenn man das Aktenzeichen suchen will, 2 BVR 1958 aus 08, da findet man auch die Begründung, warum sie es untersagt haben. Wo siehst du denn also Zweifel an dem, also was der Informant gesagt hat? Sollte ich vorher noch auf das geophysikalische Ereignis eingehen? Na gut. Also Zweifel habe ich einmal daran. Der Informant sagt, er wäre regelmäßig in Freimaurerkreisen und er sagt aber, er wäre rein zufällig in diese Sitzung reingeraten. Das erscheint mir etwas erstaunlich. Vielleicht möchte er sich selber schützen, möchte etwas Verwirrung stiften über seine Identität. Das ist ja auch verständlich, wenn die Geschichte so stimmen sollte. Vielleicht gibt es auch nicht die eine einzige Sitzung, wo er das alles erfahren hat und er hat es vielleicht aus mehreren Dingen zusammengetragen und damit, um die Geschichte spannender zu machen, das in eine Sitzung gepackt. Ich habe da schon gewisse Zweifel, dass jemand zufällig versehentlich in so eine Sitzung eingeladen wird und dass er verschiedene Dinge zusammengepackt hat, die damals vielleicht in der Zeit in der Diskussion waren und wo er Parallelen sieht zu aktuellen Dingen. Deswegen, also da habe ich deutliche Zweifel. Ich will jetzt nochmal zu einem Punkt kommen, was wir auch aus der letzten Sendung ja vielleicht auch ein Stück mitgenommen haben, wo Friedmann über den Iran gesprochen hat. Dieser Informant war ja der Auffassung, also, dass der Iran Atomwaffen hat. Wie siehst du das? Oh ja, ganz wichtiger Punkt. Ich denke, man kann unsere Zuhörer auch nicht alleine lassen, indem wir auf dieses Interview von Project Avalon verweisen. Ich halte das für Unfug. Aber ich verstehe das. Man muss sich vorstellen, dieser Informant war lange Zeit beim britischen Militär. Danach war er bei Freimaurer. Lange Zeit hat er sich engagiert und natürlich neben seiner Stellung in der City of London. Und ich denke mir, da gibt es auch einen gewissen Glauben an Autoritäten. Und wenn seit den 70er, Moment, seitdem hat das hat er nicht gesagt, aber seit langem, auch aus seiner Zeit im Militär, die Information rumgeistert, der Iran hätte Atomwaffen, dass man dann, wenn man das von so und so vielen Leuten hört und sei es nur ein und dasselbe nicht stimmende Gerücht, was sich über immer wieder neue Kanäle immer weiter verbreitet, dann fängt man vielleicht irgendwann an, das zu glauben. Ich glaube es nicht. Es gibt da einen Artikel bei Alles Schall und Rauch, dass man schon 1992 gesagt hat, der Iran hätte aber in Kürze Atomwaffen.
Man hat gesagt, es gab Artikel, wo man gesagt hat, es gab, er hätte sie und dann später hätte er sie demnächst. Ich zitiere jetzt mal aus diesem Artikel, der kam im Februar 2012 raus bei Alle Schall und Rauch. Demnach soll der Iran angeblich, wurde in manchen Medien berichtet, am 25.01.93 einsatzbereite Atomwaffen haben. Dann am 7.01.95 sei er angeblich zum Bau einer Atombombe fähig gewesen. Das heißt, er hatte sie noch gar nicht. Also hat man schon wieder dementiert gehabt. Am 15.11.97 würde der Iran angeblich mit Hilfe von Russland daran bauen. 10.09.2001, einen Tag vor dem 11. September, entwickle er angeblich Atomwaffen. 5.08.2003 soll er angeblich kurz vor dem Bau einer Bombe gewesen sein. 15.08.2003, am 14.12.2005 stand er angeblich wieder kurz davor. Und am 18.04.2006 hat man wieder verlangsamt das Tempo, was man da um Iran unterstellt hat. Er sei offenbar weiter als gedacht. Am 15.02.2009 hat man gesagt, er könne eine bauen. Am 5.02.2010 hat er angeblich einen Sprengkopf entwickelt. Oder war er wirklich dabei, sorry. Am 12.06.2010 soll er angeblich an der Schwelle gewesen sein dazu. Am 29.06.2010 soll die CIA gemeldet haben, er könne es in 2 Jahren bauen. Merken Sie was? Es ist vorher, einmal hieß es, er habe sie schon, und dann hieß es, er könne sie demnächst bauen in 2 Jahren. Wie wir auch zitiert haben, auch in unserem Video EU Privacy Lie, Anfang 2012, da hatten sich längst verschiedene US-Geheimdienste ausgesprochen, haben gesagt, ganz klar, sie haben keine Beweise, dass der Iran welche hätte oder dass er also auch nur versuchen würde, Atombombe zu bauen. Also aktuell aus Sicht des Jahres von Anfang 2012. Und deswegen denke ich, dass das ein seit langem auch in britischen Militärkreisen gestreutes Gerücht ist, so wie ein Gerücht, wie wenn man, was weiß ich, per Massenrundmehl Gerüchte streut, desto hält sich manchmal Jahre, bis die Leute merken, dass es ein Gerücht gewesen ist. Und so scheint das eben auch zu sein, wenn man in Fachkreisen Gerüchte streut, bis sich das rumspricht, dass das so nicht stimmen kann. Ich denke, also die Nachricht ist mit äußerster Vorsicht zu genießen. Das halte ich für unwahr, aber ich glaube, dass dieser Informant da nicht absichtlich die Unwahrheit sagt, sondern dass er an Autoritäten glaubt, wo er meint, dass sie sich nicht irren können. Er sagte auch bei dieser Sitzung im Juni 2005, hätte der Iran die nicht gehabt, dann hätte man es doch angesprochen, wenn man Zweifel hätte. Man ist da ganz fest einfach von ausgegangen, dass er sie hätte. Man ist einfach, diese Information hat man als gegeben, vorausgesetzt, und deswegen hat er das auch geglaubt. Es hat sich ja auch ein iranischer Geistlicher so dazu geäußert, so, und hat gesagt, so, dass das also die größte Sünde der Menschheit wäre. Da gibt's ja noch ein paar Dinge, also die also nicht so leicht zu verstehen sind, also was der Informant gesagt hat. Er hat gesagt, also es wäre die gleiche Gruppe, die also den Ersten, den Zweiten und den Dritten Weltkrieg wolle. Ja, also daran habe ich nun wirklich ganz erhebliche Zweifel. Denn was soll das für eine Gruppe sein? Es müsste ja, wenn dann eine Organisation sein auf den ersten Blick, die schon vor dem Ersten Weltkrieg Bestand gehabt hätte und die dermaßen mächtig wäre, über weitere Netzwerke starken Einfluss auszuüben auf die Regierung verschiedener, zumindest westlicher Staaten. Und das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Auch wenn der Project Avalon-Bericht andeutet, in den Bildern, den Bilderungen von der deutschen Übersetzung des Interviews, dass es, was man meint, das könnte irgendwie diese Überregierung in Anführungsstrichen Bilderberg betreffen. Bilderberg gibt es erst seit 1953 oder 54, glaube ich, ist nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden von Prinz Bernhard von den Niederlanden, der vorher mal bei der IG Farben zwar gearbeitet hat, aber da, das ist alles keine Kontinuität, die ich da sehe, bis zu dem Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Das andere ist natürlich, wenn man sich anschaut, der Informant sagt, ja, spätestens 2012 wolle man den Plan umsetzen, praktisch diesen Angriff auf Iran.
Und dann passierte zufällig, in Anführungsstrichen, dass Council on Foreign Relations Leute dann das eine Jahr auch ganz offiziell in der Zeitschrift von denen empfohlen haben, den Iran anzugreifen. Der Council on Foreign Relations ist erst in den 20er Jahren gegründet worden. Diese Organisation als solche kann nicht hinter dem Ersten Weltkrieg stecken. Es kann nicht sein. Und andere Organisationen sind uns nicht aufgefallen. Vielleicht gibt es welche, die derart mächtig sind und die es schon so lange gibt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne keine. Ich habe eine andere Vermutung, dass es derartiges, größenwahnsinniges Gedankengut, dass Menschen nach Weltherrschaft streben oder nach Dominanz eines bestimmten Teiles der Welt oder dass sie danach streben, dass verdeckt in Wirklichkeit Konzerne herrschen und die gewählten Politiker machtlos sein sollen, dass es dieses Gedankengut lange gibt und über Generationen sich hinfortträgt, selbst wenn es vielleicht die ursprünglichen Zirkel, in denen die ersten Pläne in solche Richtung ausgedacht worden sind, vielleicht schon gar nicht mehr gibt. Das würde ja also das Thema ansprechen, also sich mal Gedanken zu machen, was Gedanken in der Welt machen oder was Sprache in der Welt macht. Aber noch eine andere Frage. Zur Geschichte der Person des Informanten. Was hast du da auch Zweifel? Ja, habe ich ja schon angesprochen. Also, dass er zufällig in diese eine Sitzung hineingeplatzt haben sollte, habe ich Zweifel. Ich könnte mir vorstellen, dass er da ein bisschen was an Ereignissen vielleicht eben, um nicht seine Identität nicht preisgeben zu müssen, dass er da ein paar Ereignisse, dass er ein bisschen durcheinander mischt und da vielleicht ein bisschen erfunden hat oder weggelassen hat. Er sagt, er habe auch selber, wo er sich gegen diese Leute gestellt hat, habe er selber eben auch schon, er hat auch Erfahrungen damit gemacht, dass es nicht so einfach sei. Ich wollte noch etwas sagen, ganz wichtig zur angelsächsischen Mission. Zu dieser angelsächsischen Mission gehörte, und da konnte er sich keinen Reim drauf machen, angeblich auch, dass man die Chinesen dazu verleiten wollte, Russland anzugreifen. Das macht das Ganze schon etwas weniger glaubwürdig, es sei denn, man würde gleichzeitig anstreben, die Fähigkeit zur Manipulation der öffentlichen Wahrnehmung zu perfektionieren. Das würde wiederum zusammenpassen mit der ja doch deutlich gestiegenen Zahl der Versuche zur Internetzensur, dass man also praktisch die Nachrichtenlage für Chinesen und für Russen damit verwirren würde und ihnen dann damit gezielt ihre Wahrnehmung, was jeweils das andere Land machen würde, damit durcheinander bringen würde. Aber ansonsten zur heutigen weltpolitischen Lage, wo China und Russland doch zunehmend enger miteinander im Gespräch sind und wirkt das total unrealistisch. Ja, vielleicht hören uns ja auch Leute aus China und aus Russland zu. Schauen Sie sich dieses Interview mal an. Und vielleicht hören uns auch Leute aus dem Iran zu. Und es gab ja, war das nicht Ende letzten Jahres, auch bei der Internationalen Fernmeldeunion gab es ja auch eine Debatte, wie stark soll man das Internet regulieren. Und es waren auch Leute gerade aus diesen Ländern, die meinten, für ihre Sicherheit müsste das Internet mehr reguliert werden. Ich habe eher den Eindruck, dass es eher ein ganz entscheidender Sicherheitsaspekt ist, dass zumindest auf globaler Ebene das Internet frei bleibt, allein schon damit die Leute hier im Westen weiterberichten können, damit solche Dinge wie die angelsächsische Mission sich niemals verwirklichen können. Und da kann schon alleine ein hinreichendes Maß an Transparenz genügen, um das absolut zu verhindern. Und es wäre doch vielleicht eine Möglichkeit, die Sicherheitsinteressen Chinas, Russlands und Irans enorm stärkt, wenn sie lieber selber, so wie sie das für richtig halten, wie es für sie stimmt, eher noch die Freiheit des Internets stärken. Ja, jetzt haben wir noch
ein Thema noch gar nicht angesprochen. Nämlich, was ist diese geophysikalisches Ereignis? Und was soll daran so gefährlich sein? Und angeblich, so sagt der Informant, also es wäre gar nicht gefährlich, wenn man die Menschen darüber aufklären würde. Ja, also dieser Informant sagte eben, einmal wenn diese Pläne umgesetzt würden, diese mutmaßlichen mit der angelsächsischen Mission, und dann schon viele Menschen gestorben wären durch den nuklearen Schlagabtausch und es dann danach zu diesem geophysikalischen Ereignis käme, dann würde das nochmal ganz, ganz viele Menschenleben kosten, wenn diese zeitliche Abfolge so wäre. Und er sagte zu dem geophysikalischen Ereignis, das passiere alle 11.500 Jahre. Er sah sich selber nicht als Experte. Das ist wohl diese Zahl scheinbar gefallen bei dieser Sitzung im Juni 2005. Und er wisse auch nicht, wann das sei. Er habe das Gefühl, so wie das worüber gesprochen wurde, 15, 20 Jahren, aus Sicht des Jahres Anfang 2010. Aber man wollte wohl für die Errichtung einer autoritären Herrschaft im Westen und dass China kein Konkurrent mehr sei, Anfang 2012 die Vorbereitungen spätestens schon fertig haben, um das alles bis zum Zeitpunkt des geophysikalischen Ereignisses erreicht zu haben. Er sprach von einer Verschiebung der Erdkruste um 30 Grad, der Informant bei der angelsächsischen Mission, bei dem Interview. Ich denke, da hat er etwas falsch verstanden. Der Mann ist nicht gerade Physiker, der kommt aus dem Militär und dann später in der Finanzwelt. Ich denke, es gibt eine ganze Reihe von Reportagen, die die Annahme haben, dass das Erdmagnetfeld nachlässt. Und dass das in der Vergangenheit, da in einer Reportage, die wir gesehen haben, war bei eher von 13.000 Jahren die Rede. Gut, wer weiß das heute vielleicht so genau, wie viele Jahre es genau sind. Aber dass es in der Vergangenheit schon mal einen Wechsel, eine Verschiebung der magnetischen Pole der Erde gegeben habe, dass das aber nicht wie auf Knopfdruck von einem Tag auf den anderen passiert, sondern in der Zwischenzeit magnetischen Pole der Erde schwanken. Jetzt stellt man sich vor, das ist jetzt unsere Hypothese, dieses geophysikalische Ereignis, und wenn es aktuell schon Reportagen gibt, dass das Erdmagnetfeld stark abnimmt und dass es dann eben anzunehmen ist, dass in welchem Zeitraum auch immer, vielleicht sind es nur noch wenige Jahre, dann die Magnetpole der Erde schwanken werden, wo sie genau sind, wie stark das Magnetfeld ist, was wird da mit den Computern sein? Werden die Computer dann verrückt spielen? Werden heute, wenn die Finanzwelt die meisten Finanzen doch nur noch im Computer hat, werden die Staaten und die Banken noch wissen, wie viel Guthaben sie haben, wie viel Schulden sie haben? Was wird dann aus unseren Versicherungsleistungen im Alter? Wird durch das, wenn das Erdmagnetfeld nachlässt, werden die Versicherungen das vergessen haben? Werden wir uns glücklich schätzen können, wenn wir noch auf Papier die Auszüge haben, wie viel Geld wir auf dem Bankkonto haben? Werden sich die Leute dann ziemlich im Hals stehen, die alleine auf Online-Banking gesetzt haben? Aber noch heftiger, denke ich, und worauf wird er sich bezogen haben, für Atomwaffen gibt es elektronische Steuerung, denke ich. Da braucht man auch Elektronik für. Und man braucht auch Elektronik, damit Atomkraftwerke vernünftig laufen. Ich denke, innerhalb weniger Jahre würde man diese Dinge technisch vielleicht lösen können, dass man Daten besser sichert, auch unabhängig davon, ob das Erdmagnetfeld verrückt spielt, dass man mehr auf andere Speichermedien setzt und dass man Techniken entwickelt, um Atomkraftwerke schneller auszuschalten, beziehungsweise für die Zeit des schwankenden Magnetfelds die AKWs ganz abzuschalten. Vielleicht verschafft man ja sogar so viel Vertrauensbildung zwischen den Atommächten, dass man sogar die Aktivierbarkeit aller Atomwaffen für die Zeit abschaltet, während das Erdmagnetfeld schwankt, was natürlich ein riesiges Maß an gegenseitiger Überwachung und Vertrauensbildung voraussetzen würde, womit man dann mal langsam vielleicht mal anfangen sollte.
Wir werden dazu noch Wissenschaftler befragen bezüglich Erdmagnetfeld und ob unsere Befürchtungen da so realistisch sind bezüglich, ja, vergessen dessen, was in Computern gespeichert ist und verrückt spielende Computersteuerung für sensible Anlagen. Wir bleiben an dem Thema dran, da werden wir noch spannende Interviewpartner finden. Das halte ich für eine Realität, unabhängig davon, ob diese Pläne für das geophysikalische Ereignis so 1:1 noch aktuell sind. Was ich aber befürchten muss, wenn jetzt mit der EU-Zensurverordnung schon wieder die geänderte Entwurfsfassung da ist, scheint man noch nicht ganz von abgelassen zu haben. Ich möchte nur eine Sache sagen. Oktober 2012 war der iranische Außenminister zu Gast beim Council on Foreign Relations. Es stellt sich auch die Frage, ob der Council on Foreign Relations umgedacht hat und friedfertiger geworden ist. Der European Council on Foreign Relations, ein Daniel Levy, hat seine Besorgnis geäußert, hat gesagt, Israel und Iran müssen im Gespräch bleiben, damit es friedlich bleibt. Hat der European Council on Foreign Relations umgedacht inzwischen? Aber warum kommt dann die Neuauflage des Entwurfs zur EU-Zensurverordnung? Ja, schönen Dank, Volker. Zum geophysikalischen Ereignis nochmal. Also, es gibt natürlich auch seit den 2012, Wissenschaftler die Befürchtung geäußert, das Innere der innere flüssige Kern sich verlagern könnte. Es könnte auch so sein, dass es nicht das Magnetfeld ist oder dass es beides ist. Aber wir werden sicher dranbleiben und uns das mal angucken und auch Wissenschaftler dazu befragen. Und jetzt machen wir erstmal Musik und dann gibt Volker gleich nochmal ganz kurz Informationen über die nächste Sendung. Inside, I feel something.
Ja, jetzt kommt noch die Abmoderation. 10. Januar 2013, Sendung Macht und Menschenrechte. Mein Name ist Volker Reusing. Wir freuen uns, Sie in nächste Woche ab 19 Uhr wiederzuhören. Da geht es dann um den Iran, eine differenziertere Sichtweise auf den Iran. Ich werde einen Vertreter des Vereins Iran Anders im Internet iran-anders.de interviewen. Dann geht es um Syrien, aktuellen Syrien-Konflikt. Da werden wir verschiedene Interviewpartner haben. Eine Zusage haben wir bereits. Und dann geht es um Neuauflage EU-Zensurverordnung. Was ist da jetzt aktuell drin? Und wir bemühen uns darum, dass wir bis dahin ein Interview kriegen. Das klappte leider heute nicht mit einem Vertreter von dem Internet-Unternehmensverband Bitkom, welche Auswirkungen das diese Datenschutzverordnung auf Internetunternehmen hat. Unsere Sicht ist natürlich stärker darauf, was macht es mit der Presse, was macht es mit den alternativen Internetmedien, was macht es überhaupt mit Leuten, die im Internet unterwegs sind. Und ja, danach wegen der Vielfalt der Themen haben wir heute diese zusätzliche Sendung gemacht. Ansonsten grundsätzlich immer erster und dritter Donnerstag im Monat. Ganz herzlichen Dank für Ihr Zuhören und ich freue mich dann auf nächste Woche Donnerstag. Herzlichen Dank.